Oh, Ishii, was ist denn los mit dir? Auf dem Blut hier. Ishii. Ah, mit in seinen Augen. Verdammt! Los damit. Schnell, bringt ihn auf die Krankenstation. Oh, grüß dir. Geht einfach. So. Das fehlt alles in der deutschen Version. Also komplett alles, auch wenn ich gerade auf die geschossen habe und alles. Also ich weiß nicht, dieses Spiel haben sie auch ein bisschen zermetzelt, weil man halt mal nicht auf Russen und auf böse Terroristen schießt. Boah. Sondern mal wieder auf diese dummen. Auf diese Idioten. Das Ding hängt nur noch an einem Faden. Ganz schön weggeknuspert, ne? Ganz schön wieder nicht. Eieiei. Eieiei. Lassen Sie sie nicht im Stich. Nein. Nicht, solange es noch eine Chance gibt, ihn zu retten. Nein, lass mal nicht. Okay. Du musst das wieder hinkriegen, Doc. Los. Du hast bei unseren Einsätzen so viele Cybertransplantationen durchgeführt, da muss es doch. Ich kann Finger und Gliedmaßen ersetzen. Sieh dir doch an, Gray. Die Hälfte seines Körpers ist zerschmettert. Versuch es zumindest. Er würde das gleiche auch für uns tun. Vielleicht könnte ich ja. Aber für die Bioschweißung bräuchte ich eine geladene Fusionszelle. Ach, die sind uns schon vor Monaten ausgegangen, Doc. Gott verdammt! Es muss noch einen anderen Weg geben. Die Fluchtkapseln der Ulysses, ein paar von ihnen sind runtergekommen. Die nutzen Energiezellen für den Antrieb. So ist es. Komm schon, Ral. Unser kleiner Weg viel Zeit. Halt ihn am Leben. Gleich zurück. So, ich wollte gerne mehr erzählen, aber die reden so viel hier in diesem Spiel, denn man möchte ich nicht. Ganz ehrlich, Häuptling? Das war echt eine scheiß Idee. Da möchte ich nicht mit reinquatschen. Ich hab uns das alles eingebrockt. Warte, hörst du das? Dieses beschissen laute Gehämmer. Verfluchte Scheiße! Ja. Watch out, Lack! Baby, drück mir Bescheid. Sag mal, ich geh nicht mehr drauf. Okay. Was willst du in der Käppchen, sprich? Nicht mehr denken wollte ich. Du bist echt meine persönliche harte Pote, Boss. Hier scheint nicht nur die Sonne, sondern ganz... Ja, mir scheint die Sonne als Marsch. So, hier kann man sie mich auch so stümmeln. So. Hoppa. Ups. Am besten so auf den Kopf schießen, dass sie sich das gleich hinüber. Was, jetzt wo trifft den Kopf? Was für eine beschissene Art, den Nachmittag zu verbringen. Ja, meine Rede. Komm schon, weiter. Danke für... Boah, ey, Drecksack! Brauche diese Energiezelle! Ishii verblutet! Ja, Probleme mit ein paar einheimischen Wilden da! Wir killen sie schon so schnell, wie es geht! Mach schneller, Arschloch! Bring den Job zu Ende! Ey, das sagst du so leicht. Okay, man kann hier mit der ganzen Umwelt interagieren, man kann sie an Kakteen und überall auf spitzen Felsen, man kann sehr kreativ sein beim Morden. Muss ich mal so dazu sagen. Und das Spiel nimmt sich halt, wie gesagt, auch nicht sehr ernst. Und deswegen sehe ich da mal über den... Deswegen sehe ich mal über den hohen Gewaltgrad mal hinweg. Aber ganz ohne wäre es langweilig, muss ich dazu sagen, weil das Spiel ist extra dafür gemacht worden. Oh, verdammt. Oh, fickt euch. Oh, Junge. Wo sind die alle von mir? Da ist ja okay, die Hilfe. Dieser Damage da hinten.
Die Superziehen dünn sind zum Glück. Sind doch. Ah! Die wollen schon vor. Okay, man kann den auch in der Eier schießen, da klappen sie denn zusammen. Aber irgendwie baue ich hier gerade ziemliche Scheiße. Muss ich mal so zugeben. Einer aus Serranos neuem Squad. Der Clown? Das ist gut. Na ja. Uiuiui. Schnauze. Platsch. Final Echo. Die Elite. Die Elite hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Echt, hast du das? Ja, wir wollen die Peitsche, wir wollen die Peitsche. Final Echo setzt tatsächlich Peitschen ein. Ich dachte, instinktgedämpfte Waffen seien illegal. Waren sie auch. Probieren wir das Ding mal aus. Oh! Verflucht. Ich kann fühlen, wie das Ding mit mir redet. Ganz toll, Boss. Freut mich echt für dich. Und jetzt mach dich nützlich und reiß den Deckel von dieser Büchse auf. Wups. Verdammt heiß. Fusionszellen. Was? Echt? Danke, dass du mich, Schwachkopf, daran erinnerst, warum wir eigentlich hier draußen sind. So, auf geht's. Ja, ja, wir sind doch schon da mit der Peitsche, ja, kann gar nicht. So, peitschen sie alle davon, hinaus und hinweg. Kommst du her? Wir bauen Schaschlik, wir bauen Schaschlik, wir bauen Schaschlik. Hoch mit dem Arsch und die Beine in die Hand. Ich liebe diese Peitsche. Du. Komm her, ja. Und zack. Hoppala. Das ist auf den Kopf gefallen. Hey, das ist ein wirklich richtig gutes Spiel, muss man echt mal so zugeben. Und ich kann gar nicht viel sagen. Also wenn ich rede, muss ich husten. Und das ist ein bisschen nervig. Ups. Komm mal her, ja, zu mir. Ich hab da was. Achtung! Check! Ah, ich finde diese Beitsche so cool. Komm mal her! Nicht frisch werden, Junge, ja. Komm mal her. Komm mal, guck mal, was ich hab. Ach, oh, das Spiel ist so hammerhart. Wie gesagt, in der deutschen Version kann man das alles nicht tun. Ach, ich würde gerne ein bisschen mehr reden, auch ein paar Witze machen, aber irgendwie, wie gesagt, Leute, geht gerade mal nicht so richtig gut. Aber das wurde jetzt in, hoffe ich, im Laufe des Let's Plays besser. Habt ihr gehört? Ja, ich bin doch schön hier. Ja, hier, entspann dich. Ishi hat echt Glück, dass ich ihn mag. Es gibt nicht viele, für die ich das hier tun würde. Da kriegt den wieder hin, Rel. Du wirst schon sehen. Na klar. Hallo, das sind wir. Ach, du Gott. Beeilung. Ah, Mann. Jetzt raus hier. Ich muss eine Million Neurotransmitter Bio schweißen. Jawohl, Chef. Hätte dir das sagen, Chef. Gut, Chef. Prozedur wird durchgeführt. Sterilisation. Das wird sich schon fast bringen. Beeil dich, Doc. Wir kriegen Besuch. Oh. Hinter dir. Sie sind weg. Was sind wir mir? Oh, Kacke!
kommt ein Schiff im Qualm. Nein! Ups. Boss, sie kommen durch die Lüftungsschächte. Sie brauchen unsere Hilfe, Faktoren. Komm her, ihr Wichser. Gib mir was, wofür sich zu sterben lohnt. Ja, ich verschieße mal kurz die Knochen. Uiuiui. Das ist ein Geschäft. Spannend. Oh, Mann. Vorsprung, ich bin so krank. Ich hab eine Männergrippe. Drunter rumgeflogen. Mann. Ui. Drecksäge! Ey! Ey, sag mal, wo geht ihr? Elenden Schweine! Komm, lass die uns lynchen! Spinnen hier doch wohl eine Runde! Die Zeit mit dir hat Spaß gemacht! Schieß mich! Tu es! Ui! Hast du jetzt eigentlich eine Alternative gehabt, oder? Musste ich das jetzt tun? Erster Akt, Kapitel 1. Genau wie in den guten alten Zeiten. Nimm verschiedene Körperbereiche eines Gegners unter Beschuss, um einzigartige Skillshots zu erzielen. Scheiße. Ich bin gerade gedrückt. Okay, sind wir doch schon im ersten Kapitel. Okay, haben wir so durch die Hindernis gefahren. Hilf mir, bitte, der Schmerz. Ishi, Gott sei Dank, du lebst. Das ist irrelevant. Bitte, hilf mir, irgendwas geschieht. Hör mir zu, Ishi. Du wurdest bei dem Angriff verletzt. Doc musst du dein Gehirn mit dem Bioprozessor des Roboters flicken. Ups. Du musst dich noch daran gewöhnen. Es ist wie eine Amputation. Ich helfe dir. Was jetzt? Willst du mir helfen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie du mir helfen könntest. Dein trunkener Rachedurst hat gerade unsere Crew getötet. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Tut dir leid? Ishi, hör mir zu. Überlass dem Bioprozessor nicht die Kontrolle. Das darfst du nicht zulassen. Ich will dich töten, Gray. Was? Kein logischer Grund spricht dagegen. Das ist eine Final Echo Instinktpeitsche. Ja. Ja. Der Kommunikationskanal. Und öffne ihn. Schalt das Mikro ab. Wiederhole. Alle Final Echo überlebenden Positionen melden. Ishka, hier ist Serrano. Ich bin am Leben, hänge aber auf einem verdammten Hoteldach fest. Aha. Jetzt beweg deinen hübschen Arsch. Einheimische sammeln sich hier und ich sitze in der Scheiße. Alle anderen Echo überlebenden auf Tracker umschalten. Meine Position. Ich mache mich auf den Weg zum General. Serrano. Schinken. Kakerlake lebt noch. Das ändert die Lage, Ishi. Selbst wenn du diesen Hurensohn nicht umbringen willst, werden seinetwegen bald Rettungsschiffe hier auftauchen. Berechne jetzt mal unsere Überlebenschance. Kannst du sie aufspüren? Ja, hab sie. Wir finden die Kleine, folgen ihr zu Serrano und... Wir brauchen den General, um hier wegzukommen. Ihn zu töten ist kontraproduktiv. Ich weiß ja, wie dringend du mir helfen willst. Ja, natürlich. Ich wollte ihn auch gar nicht töten. Jojo. Wir finden ihn und bringen dich hier weg. Ich kenne ein paar Biotechniker, die dich wieder hinkriegen, Ishi. Ich schwöre es bei meiner Mutter. Wenn ich sterbe, stirbt auch deine letzte Hoffnung auf Erlösung. Mhm. Vermutlich. Okay. Die Energiezelle des Kampfbots ist schwach. Wenn ich sie nicht in 30 Minuten auflade, bin ich tot. Diese Freaks, die uns angegriffen haben, südöstlich von hier ist eine große Gruppe. Da müssten Energiezellen sein. Dann folge ich dir. Ein letztes Mal. Okay. Missionsziele. Erreiche die Stadt. In den Trümmern sind viele explosive Komponenten. Finde die gegnerische Basis. Okay. Ups.
zu. Gut. Läuten wir nach, weil es wird bestimmt nicht mehr lange dauern, bis die nächsten Gegner kommen. So, es ist sehr Schlauch. Naja, ist halt Ego-Shooter, ne? Halt Schlauchlevel. Aber ich find's cool. So, Ishi, Kishi, Kashi, Kushi. Ups. Baby. Ups. Adum. Kaboom. Na, die mache Boom. Bist du tot, Mann? Na, die mache Boom, bist du tot. Schnauze da hinten! So. Bleib wachsam. Keine Angst, ich pass schon auf. Wie geht es dir? Sind die Schmerzen erträglich? Ach, hier sind Bein. Nicht, aber was soll ich machen? Ich muss sie trotzdem ertragen. Bein. Ich werde dich hier rausbringen, Ishi. Genau. Das doofe Gefühl, ich hab dich gerade irgendwie gesprengt. So, na komm, Ishi. Auf geht's her. Ego-Shooter. Ich wollte eigentlich noch nie einen Ego-Shooter-Let's playen, aber ich habe gedacht, bei dem kann man es schon mal machen. Der ist eigentlich nicht schlecht. Wie gesagt, ich komme halt wenig zu Wort, Aldi, weil die sehr viel reden hier. Hast du eine Ahnung, was sie hier vor uns sehen, Ishi? Nein, aber ich komme von der Konföderation. Der Kennzeichnung nach sind die Missionsprotokolle über ein Jahr alt. Du weißt also nur, dass Serrano hier irgendeine Scheiße vorhatte. Ja, das Rollo Schinken hatte Scheiße vor. Versorgungskapsel 1375 wird aktiviert. Verbindung hergestellt. Null Benutzer wird registriert. Also ist dort beim Benutzer Skillshots werden. Die Konföderation würdigt beeindruckende Kills als Skillshots. Drücke jetzt rüber, um Skillshot-Datenbank aufzurufen und dir alle Skillshots anzuschauen, die möglich sind. Ja. Voodoo-Bube. Töte einen brennenden Gegner. Was, töte mindestens einen Gegner durch ein explosives Umgebungsprojekt? Das wird gerade gemacht. Dann viele sogar. Was haben wir noch? Ich meine gar nichts. Ah ja, doch. Befördere einen Gegner in die Luft, töte einen anderen Gegner und ledige dann den ersten, bevor er wieder landet. Ach du Kacke, aber das habe ich geschafft. Mann, bin ich gut. Töte einen Gegner durch einen Schuss in den Kopf, habe ich. Tritt einen Gegner und erschieß ihn dann in der Luft, habe ich. Rutsch in einen Gegner und erschieß ihn dann in der Luft, habe ich auch. Töte einen Gegner durch einen Schuss in den Hals. Gereizt. Töte einen Gegner, indem du ihn in den Arsch schießt. Hab ich geschafft. Schieße einen rennenden Gegner in die Beine, um ihn zu Fall zu bringen. Erledige ihn dann am Boden. Habe ich auch geschafft. Schieß einen Gegner in die Eier und schieß oder tritt ihn dann den Kopf von den Schultern. Ach du Kacke. Haben wir auch geschafft.